So, da draußen. Herzlich willkommen hier wieder beim Quali. Machen wir mal wieder ein kleines Stündchen vom Schlafen gehen. Vampis zocken hier. Und heute ohne Cam, weil ich aussehe wie Kraut und Rüben. Das will ich euch nicht antun da draußen. Aber wir fahren fort. Ich habe diesen Tag genutzt und habe aus Versehen mich ein bisschen spoilern lassen. Also ich habe, was heißt spoilern, ich habe mal nachgesehen, was man noch hätte machen können in den anderen Missionen und bin darauf gestoßen, dass wir ziemlich fail sind. Also ich, ich spiele das Spiel, ja. Und wir sind mit Galeb unterwegs. Wir sind wieder hier im Prinzenhauptquartier quasi. Und haben eben eine kleine Unterredung schon gehabt mit unserer Fang hier, die wohl von unserem Kind umgarnt wird. Anscheinend wollen wir sie nicht zur Vampirin machen, aber ja. Dieser eklige Börsenfuzzi möchte das aber. Naja. Können wir noch mal mit ihr reden? Do you think it will take long? Nicht wirklich. That does a body good. I can feel my strength coming back already. It's a pleasure and an honor, ma'am. Don't go far. I might need to avail myself of your services later. Hello, Mr. Vizori. You'll excuse me if I'm not in my usual state to greet you. Do I know you? I know you. I'm Himiko, the Shavari mistress. I'm sorry, but I don't recall meeting you. You wouldn't say that if you enjoyed my services. If I'm still here, it's due to a fortunate misunderstanding. A certain Laisha mistook me for someone else. The prince was looking for her child. I hope she won't be angry with me. Ja, wie wir jetzt rauskriegen im Spiel auch, haben wir wohl mit Laisha ein bisschen versagt und haben den falschen Kanister mitgenommen. Warum auch immer, ich begreif's nicht richtig. Also wir haben in der letzten Szenerie mit Laisha sehr, sehr viel verpasst. Nicht gemacht oder nicht gekonnt und so, das waren, ja. Naja. Why were you invited to the party? My presence is generally appreciated during this sort of event. Some guests need help relaxing. Shall I give you my card? Sure. How unexpected. That's not the last thing that will surprise you. Your injuries are impressive. Those hunters have no mercy. I hope you'll never cross paths with them. I'll be going now. So, ja. Kommen wir hier eigentlich jetzt durch? Nee, können wir nicht. Da drüben haben wir noch ein Safe Place, falls wir gleich Blut brauchen. Gut zu wissen. Und hier haben wir auch noch einen. Okay, zwei Stück, okay. So, hier geht's zum Prinzen. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Entweder der Nosferatu oder unser Kind, aber da wir ja gerade irgendwie festgestellt haben, dass der an unserem Ghoul rumbaggert, denke ich, sollten wir uns mal um ihn kümmern.
Errol Underwood, hier geht's lang, jawohl. It's locked from the inside. Tach. Oh, einer mit schwarzer Maske. Mr. Bezori, your child is in his office. Aha. Caleb, by all means, make yourself right at home. Fang is in her rightful place on the cover of this type of magazine. There's a reason I chose her. Und so nochmal hier die ganzen Anwälte. Ich meine, wir waren mit Leisha hier schon mal, aber man weiß ja nie. Beryl, always ready to jump at the slightest opportunity. Bespoke suits, of course. Our taste for luxury. Hey Snake, hallo Snake. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Snake? Alles fit? Spät am Abend? You here? How extraordinarily rare. To what do I owe the honor? Enough, Beryl. Did you speak with Fang? I'm not one to keep an eye on the comings and goings of your retainers. Did you speak to her? So much fuss about nothing. Soweit alles gut, hoffe bei dir auch. Ja, eigentlich schon. Bin ein bisschen durch heute. Irgendwie das Wetter nimmt mich irgendwie ein bisschen mit. Irgendwie dieses schwül, warm, kalt, nass Zeugs draußen irgendwie schlägt mir immer sehr auf den Kopf. You know very well what she is to me, and what she'll be soon. If the prince authorizes it, it's only a matter of time. Aber sonst eigentlich alles gut, ja. I ran into her recently, it's true, but we hardly said a word to one another. I will not accept your explanation. I thought I had made myself clear about her. Unlike you, I don't try to control the lives of those around me. Fang still enjoys a certain degree of freedom, doesn't she, to choose whom she sees? We ran into each other by accident, and we didn't speak for long. Trotzdem noch ein bisschen VTM, ja. Ich habe tatsächlich damit mit dem Gedanken gespielt, nicht zu streamen heute Abend. Aber ich habe es mir eigentlich irgendwie vorgenommen, jeden Tag irgendwie was zu machen. Wahrscheinlich wird das Freitag nicht gehen, aber sonst. Mal schauen. Vor allen Dingen, weil ich halt so total durch bin heute. Aber hab dann gedacht, so ohne Cam geht's, glaube ich. Und ich, irgendwie will ich ja auch wissen, wie es weitergeht. So. She is mine. She cannot decide for herself. I won't have her coming anywhere near you. You might want to rethink your methods. If she didn't need to talk to me so badly, I would have refused to see her. I really don't see the harm in it. It's not your business to understand. I'd really like to, though. I just wanted to give her some advice. To help guide her through this brave, dangerous new world. When it comes to that, I don't think you're doing enough. Am I mistaken? Also ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal zocken. So mit dem Wissen, was ich jetzt so habe. Weil, wie gesagt, einiges wirklich wegen Dummheit übersehen wurde oder so. Und ich glaube, irgendwie vieles, irgendwie auch vom Steigern her und von den Wertevergaben her, wenn man da einiges weiß im Voraus kann und man gezielt irgendwie macht, dann hat man irgendwie ein cooleres Spielerlebnis, glaube ich. Andererseits ist es halt jetzt gerade in der Phase
Ganz cool, dass man nicht weiß, was passiert. So, ja. Können wir mal wieder nicht hier alles? Zwei Scheitern erlaubt. You're wrong if you think she needs help. She'll learn how to cope on her own. It will make her stronger. Is that why you're lecturing me? Your definition of on her own, no doubt. You think this is a time to test semantics? No, I've lost my taste for games. You've made your position extremely clear. Jetzt wird's hart. One word of advice, though. Maybe you should ask her for her opinion every once in a while. Your concern for Fang is to your credit. It really is. However, I can't help making comparisons with my own past experiences. You shouldn't. It was long ago, I admit. But I'm still your only child. You're jealous. I'm not das, jealous. Das fühlt sich halt falsch an in diesem Spiel, ne? Irgendwie, das ist unser Child. Eigentlich müssten wir vom Lore her wesentlich stärker sein als er. Wir können uns dreimal hochpushen, das reicht nicht. Irgendwie, wir haben jetzt verloren. I'm worried about Fang, honestly. You would worry too if you were in my shoes. I just want to make sure she doesn't go through the same thing. Vielleicht ist er auch wegen Diablerie und ist deswegen besser. The crushing weight of disappointment. The distance. Man wirkt recht schwach, ja, genau. Also verloren, ja. I'm sorry. Ja. I made a mistake with you. Mistake? What, pray tell, did you ever do to make things go awry? You dropped me in a hornet's nest and left me to dodge the stings. I've been nothing but alone from the very start. You gave up, Caleb. And did you ever once consider fixing your mistake? That's why I'm doing. Weil wir haben halt auch recht schwach geskillt, muss man ja auch sagen. Ich hab ja die ganzen Charakter alle so in einen Punkt dahin, einen Punkt dahin. Also, das rächt sich halt nicht. A manipulator. But things aren't always black or white. You of all people should know that. I'm worried for Fang. She needs someone, because you can't be there for her all the time. I thought I had made myself clear. I don't want to hear about any more secret meetings between the two of you. Have no fear. I know what I must do. Watch yourself. I think we've said just about all there is to say. One more thing. A little bird told me about your operations in South America. My dear sire, for someone I thought had no interest in business, you are remarkably well informed. Nothing can stay hidden from the court forever. Where's the heart? Ist auch die Frage, ob die fertigen Skills besser gewesen wären. Consequences for the car. Man weiß es nicht, ne? Bevor man es nicht gemacht hat. You could endanger the masquerade. Don't you think you should speak to the prince about it? Ich glaube schon, dass man nur auf jeden Fall an der kurzen Leine gehalten wird von dem Spiel. Das haben wir ja schon festgestellt. You hold her responsible for this? She's in charge, isn't she? She hosted the party. It's only natural to hold her accountable, isn't it? If the court were to hear what you just said. Do you really think I'm the only one who thinks this? Boah, ist das ein Widerling, ey. I wasn't planning on staying. Guter Mensch. It's been a pleasure. Please excuse me if I don't see you out. Was ich halt irgendwie echt nicht raffe, irgendwie ist, wie das Spiel entscheidet, was wir als Option kriegen. Ich meine, wir sind gerade super sauer auf ihn, weil er sich an einem Ghoul ranmacht. Und, also ich hätte da mit Intimidation irgendwie gearbeitet, anstatt mit Psychologie oder irgendwie sowas, was da jetzt gerade war. Oder Rhetorik. Und das hätten wir dann ja gut gekonnt, ne? Weil wir haben ja sogar Beherrschung 2, glaube ich, inzwischen. Haben wir das geskillt gehabt jetzt? Haben wir Beherrschung 2. Einschüchtern auf 3. Ne? Also
Ist übrigens auch noch ein bisschen Ding hier, dass das manchmal weg ist hier. Merkwürdig. Jetzt ist es wieder da. Ne? Aber nur mit Rhetorik und Psychologie konnten wir jetzt irgendwie ihm überhaupt nichts. So, ja. Haben wir schon wieder gefailt. Nochmal rein können wir nicht. Da kommen wir auch nicht rein. Zu Hilda. Caleb. Da ist Hilda. Caius again. They locked it down. Too late to go see him. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Man wundert sich doch bei dem Spiel, was eigentliche Regelwerk von VTM angeht. Da ganz, also vom Regelwerk hat das überhaupt nichts mit VTM zu tun. Da sind halt ein paar Sachen gleich, so von dem Namen her, aber das war es dann schon. Die Mechanik funktioniert völlig anders. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist ja auch ein Computerspiel und nicht eine Pen-and-Paper-Umsetzung. Ne? Also ich glaube, 1:1 das umzusetzen, so wie das Bloodlines ein bisschen versucht hat, aber selbst bei Bloodlines war es ja auch nicht richtig so. Machte ja auch keinen Sinn, weil du hast hier in dem Spiel ja halt auch nicht alle Optionen, die du im Pen and Paper hast, als zum Agieren und so. Also ich finde es halt trotzdem ein bisschen, also es ist ein bisschen unsatisfying, wie, also ich habe bis jetzt, glaube ich, jedes einzelne Rededuell außer das mit den Tremere und auch da nur, weil ich komplett alle meine Willpower da reingebuttert habe. Ich glaube, ich habe jedes Rededuell verloren. Das kann man natürlich sagen, irgendwie, okay, ich habe auch die scheiß Antworten genommen. Weiß man halt nicht, wenn man, während man spielt, ob das andere besser gewesen wäre. Man kriegt ja keinen, also man kriegt das direkte Feedback, dass es nicht funktioniert. Aber man weiß ja auch nicht, ob das andere halt besser gewesen wäre. Also, so von. Ich nehme die Antwort ja aus einem gewissen, weil ich denke, dass es besser ist. So, und dann, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob das andere irgendwie, ne? Also es fühlt sich halt so ein bisschen an, so an, irgendwie, egal was ich tue, ich bin der Loser. So. Und man müsste es halt jetzt nochmal speichern, laden und die andere Antwortmöglichkeit nehmen, um zu gucken, ob das dann wirklich ein besseres Outcome hat. Und auch in den manchen Gesprächen habe ich auch manchmal ein Rededuell gewonnen, wo ich gedacht habe, so, hä, warum? Und das ist ein bisschen, na, das ist das, was ich dem Spiel noch ein bisschen vorwerfen, also in Anführungsstrichen vorwerfen würde. Ich bin einfach nur wahrscheinlich ein bisschen auch zu blöd, das zu spielen vielleicht so. Aber ja, das ist das Einzige, was man irgendwie machen kann. Man sollte als Primogen schon ein wenig besser sein. Ich weiß gar nicht, ob Gale Primogen ist. Wurde das schon so gesagt, dass er Primogen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist kein Primogen. Er ist ein Bloodhound, glaube ich. Also jemand, der andere Vampire jagt und verurteilt. Aber Primogen ist er, glaube ich, nicht. Ja. I heard you were doing business with him. It's something to do with the Rosemont Society, my foundation. Why? Also das ist jetzt irgendwie die Möglichkeit hier. Aber guck mal, selbst wenn ich jetzt 6 Willpower da reinbutter,
habe ich immer nur noch eine 85%ige Chance, das zu machen. Und das ist schon mal mein bester Wert, den ich habe. Also das ist echt... Und ich glaube, das ist es in dem Fall nicht wert. I see. All I can tell you is that Beryl's really the one who is in charge of it. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? Andererseits könnte man sagen, es ist halt realistisch ein bisschen, ne? Also, dass man eben nicht alles schafft und so, aber wie gesagt, ein bisschen unsatisfying. Man sollte so ein bisschen so auch mal die Sau rauslassen können. Passiert halt in dem Spiel relativ wenig, dass man mal irgendwie so, yeah, ich bin motherfucking cooler Vampir. Das kommt bis jetzt noch nicht so geil raus. Platon sollte etwas mehr können als ein bisschen einschüchtern und schlussfolgern, ja. Ja, ist ja das, was ich denke. So. I'm planning to make up for it with Fang. Oh, so that's why you've become attached to that girl. I'm not attached to her. She's an asset for the Camarilla and a necessary balance to temper Beryl's wicked games. Personally, I find that giving a child. Also vom Primogen wissen wir, dass sie ist eine Primogen, das wissen wir. Also Hilda. Watch them all the time. Otherwise they end up making a mess of things. Und bin mir unschlüssig, wenn noch von jemandem wissen, dass er primogen ist. Also von Hilda wissen wir es auf jeden Fall. Aber sonst wissen wir es, glaube ich. Aber ich doch, der Letremer, glaube ich. But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it. That's all. I give Amem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, ist auch schlecht übersetzt. Embrace und umarmen. Who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Sie haben halt alle irgendwie hier ein bisschen Dreck am Stecken. So, ne? Also es ist, ich glaube, wir gehen aber jetzt echt mal zum Prinzen, sonst kriegen wir nachher einen drüber. War das nicht hier? I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong. But will she last much longer? Ah, hier ist es anscheinend nicht, ne? Also hier ist aber eine geile Aussicht so. A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates, Camarilla against anarchs. The Convention of Thorns. An important step in our history. Hier kann man ein bisschen Lore rauskriegen, glaube ich. A copy of a treatise on metal transfusion. Dijon gave it to Hazel when they first started working together. Über den Hof von London. Also London ist ja der Fall gewesen, der die Camarilla aufgewühlt hat. Also zusammen mit dem Sturz der Pyramide in Wien. London ist ja gefallen an die zweite Inquisition. Also in der V5-Lore. So, aber wo geht's denn jetzt hier zum Prinzen? Ja, anscheinend nicht. There's no point in insisting. The prince didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Asshole.
Was war das denn gerade? What do we do if the hunters show up? Also dieser Siaka, glaube ich, ist Jara, glaube ich, auch irgendwo gehen, ne? Okay. Ein einsamer Beobachtungsposten hier. Okay. Da wollten wir auch nicht hin. Oder war das, das war unten? Ne, hier war ja schon eben drin. Also wenn das dort unten war. Büro des Prinzen, guck mal. Ganz oben ist es, nicht unten. Natürlich, Prinz muss oben sein. So. Ja. The prince is ready to see you now. Great. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir mit ihm die Mission noch am sorgfältigsten hingekriegt bisher. Also mit MM hat ziemlich versagt, ganz viel ausgelassen. Unsere Kavianerin auch. Ich meine, er hat auch versagt, aber er hat relativ viel rausgefunden. That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely Caleb hat am besten versagt, ja. Beryl spielt ein gefährliches Spiel. Jemand im Innern der Kamarilla. Die Anarchen? Nee, also die Anarchen waren es nicht, glaube ich. Zumindest nicht direkt. Genau, das war einer von uns, auf jeden Fall. It's the most plausible explanation. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Did you read Jara Drori's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes.
It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Okay. Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a hen house. I'm not worried about you. And Delson knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Dieser Psychiater war sehr, sehr suspekt. Allerdings, ich weiß nicht, ob das so 100% auch zur Inquisition da passt. Ne? Also, eigentlich sind die ja so drauf, dass man alle tötet, ne? Aber natürlich kannst du irgendwie jemanden geben, der irgendwie versucht, das alles irgendwie so auf seine Weise richtig zu rücken und dann irgendwie dann von der ganzen Sache zu profitieren. And after that, once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the Kine are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. Ich finde auch Kine mit Vieh zu übersetzen, okay, kann man machen, aber es ist halt ein bisschen, ich finde es ein bisschen off. Also die Übersetzung ist, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie die Begriffe in der V5 ins Deutsche übersetzt wurden. Ich habe ja die englische V5-Version. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Galeb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. Immerhin bist du der, der am wenigsten versagt hat. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well, my prince.
Ja, hier. Fies, aber ich wüsste nicht, wie ich das hätte anders machen. Also klar, ich hätte die anderen Dialogoptionen nehmen können, aber fühlt sich nicht gut an. Hättest Jason Moores Leibwächter im Verhörzimmer des Hofes befragen können? Well, what the fuck? Ja, weißt du, das ist manchmal in so Spielen halt auch so, ne? Es ist ganz dringend, geh da und dahin. Dann gehst du dahin und dann sagt man dir, ja, da hättest du dir Zeit gelassen, hättest du irgendwo anders nochmal geguckt, dann hättest du noch was anderes machen können. Immer mit allen reden, ja, klar. Ne? Aber es ist halt auch rollenspieltechnisch so ein bisschen, weißt du, wenn der Prinz dir sagt, komm zu mir, dann hast du da so schnell wie möglich hinzugehen und nicht irgendwie rumzutrödeln und ich meine, okay, wir haben uns jetzt auch noch mit unserem Kind da unterhalten und so. Aber nicht irgendwie alle Räumlichkeiten im Hof des Prinzen abzusuchen, ob da noch irgendeiner mit mir reden will. Also das ist halt... Ich weiß, dass das Spiel so funktioniert, aber... Again. Ein bisschen, ne. Ich weiß, ich sag heute, es ist halt alles ein bisschen... Ne? Aber ich finde das Spiel ja an sich ganz cool. Also eigentlich ganz sehr gut. Ne? Nur schlechter drin anscheinend. So, wir haben noch 50 Punkte für MM, bevor wir mit MM weitermachen. MM kann in den Disziplinen nicht mehr viel reißen mit 50 Punkten. Könnte Psychometrie machen. Das hat uns ja beim letzten Mal das Genick gebrochen, dass wir das nicht konnten. Allerdings würde ich mit ihr halt echt auch gerne hier rein, aber das kostet 60. Guckt, das können wir nicht steigern. Die ist, glaube ich, nicht so wild. Ja, wie gesagt, in ihrem letzten Szenario hat es uns das Genick gebrochen, dass wir das nicht konnten. Ja. Also das Einzige, was wir hier machen können, ist entweder sparen oder irgendwie noch andere Sachen hier irgendwie steigern. Weisheit. Weisheit hat uns halt auch den Arsch. Irgendwie hätten wir Weisheit gehabt, hätten wir auch die ganzen Zellen alle aufmachen können und so. I don't know. Ich glaube, ich spare die Punkte tatsächlich. Ich krieg da jetzt nichts Befriedigendes hin mit. Irgendwie, glaube ich. Muss stärker werden in Dialogsachen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber weißt du, dann steigerst du Galeb in Dialogsachen auf 3 und dann taucht das nicht auf. Obwohl du eigentlich einen Intimidation-Dialog führst. Das weiß ich nicht. I'm guessing you tipped Bezori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Ja, ich habe ja ordentlich was dafür abgeben müssen. Also das war ja der einzige Dialog, den wir gewonnen haben mit der Hartford Chantry. Und der fühlte sich halt auch wie ein Verlust an, weil wir denen so viel geben mussten, ne? Was ich halt ganz cool fände in diesen Dialogoptionen ist, wenn du halt Punkte hast in einer bestimmten, mit einem bestimmten Talent, also wie eben halt Intimidation,
und das halt auch auf irgendeine Art und Weise Sinn macht in der Konversation, sollte es eine Option geben, das auch so zu benutzen. So rollenspieltechnisch dann halt auch, ne? Also eben halt, wo wir mit dem Venture-Typen da gesprochen haben, hätte das Spiel eigentlich also sehen müssen, okay, wir können Intimidation auch. Und warum das in dieser Situation nicht benutzen? Also. Oder man müsste halt hier so ein bisschen halt, ich meine, das ist halt auch ein bisschen das Spiel an sich, das nimmt ja nicht irgendwie in die Hand, ne? Das haben wir ja schon gemerkt. So ein bisschen irgendwie, das führt zu, man weiß es nicht, ne? Aber das ist halt die reale Konversation normalerweise, ne? Also ich antworte halt auf irgendwas und weiß halt dann auch nicht, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Muss man halt irgendwie versuchen, das abzuwägen vorher. Wir haben ja viel Zeit zu überlegen eigentlich. Aber da würde ich mir dann auch zum Beispiel nochmal zum intensiveren Überlegen halt auch nochmal so einen Log von der ganzen Unterhaltung irgendwie wünschen, dass man halt irgendwie so ganz sich in Ruhe Zeit nehmen kann, darüber nachzudenken, nochmal nachlesen kann. Was hat die jetzt genau gerade gesagt? Wir haben ja immer nur den letzten Satz jetzt nochmal hier, ne? Also das soll zum Punkt kommen, wäre ziemlich pumpig. Nichts sagen. Weiß auch nicht. Große Risiken auf mich genommen, wäre irgendwie so, ja, ein bisschen rumheulen. Ich bin hier, um ihr zu dienen. Würde halt den Punkt untermauern, dass sie uns jetzt zum Primogen machen will, ne? Unterwürfig, genau. Ja. Your wish is my command. Muss man manchmal sein Gegenüber. I always knew I could count on you. You're a true ally, a loyal one, a future asset in my Primogen. But one thing at a time. Before we get there, I have another favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island, I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them. From the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league! Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right? How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right? What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone?
The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Das ist nicht fair. What the fuck? Warum nicht? Also als Camarilla-Vampir, die Anarchen eigentlich, sollten eigentlich ziemlich egal sein, so. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics. And it's probably your only chance to come back. Noch nicht ganz im Vampir Game angekommen. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Nee, the true face of vampirism. Keine von den Sekten ist besser, auch die Anarchen nicht. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. Hmm. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money. Favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task. Not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Das ist halt jetzt die weitere Sache, ne? Irgendwie, wir haben jetzt gelernt, MM ist eigentlich ein ziemlich menschlicher Vampir, was auf ziemlich viele Toreador ja zutrifft, die nicht so skrupellos agieren möchte, wie die Camarilla das manchmal macht. Ich meine, am Anfang haben wir ein bisschen gesehen, dass sie ein bisschen mit der Camarilla hadert. Allerdings haben wir uns in unserem Playthrough entschieden, ja auch Camarilla treu zu spielen. Und dem Prinzen zu vertrauen. There you are. Wird ein bisschen so, als ob das auch keinen Einfluss hat, ne? I was busy. Everyone's got their priorities, I guess. It's not like I've been waiting for hours. Oh, please. You're always asking for more space. You're going to complain about me giving you space now? I'm sorry, I hoped for a little bit of support from you. You haven't asked for any since you threw me out of your life. Excuse me? What are you talking about? We never... broke up?
It's been 30 years, Amem. What? I don't remember. I... Come on. Na, die Erinnerung, die wir in dem Gefängnis gelassen haben. Ja. Sie kann sich also nicht erinnern, dass sie Schluss gemacht hat mit ihr. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right, you have no memory of our breakup. None whatsoever. I really thought that we... I mean... You know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? More or less. That seems like forever. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. Nach allem, was wir über Hilda wissen, müsste das jetzt ja eigentlich ein gefundenes Fressen sein für Hilda, ne? Weil Hilda hadert ja damit, dass wir sie verlassen haben und ist irgendwie total, also das haben wir ja mit MM nie rausgekriegt, aber mit Leisha, glaube ich. Dass Hilda total an uns hängt. So, und wir das Ganze ja nicht wollen eigentlich. So, und jetzt treffen die sich wieder und MM macht genau das, was Hilda eigentlich so von ihr wollte die ganze Zeit oder will die ganze Zeit. Und verhält sich jetzt trotzdem relativ fair, finde ich, indem sie ihr erklärt, nee, Moment, wir sind gar nicht wirklich richtig zusammen und du hast die Beziehung irgendwie aufgecancelt und das ist schon 30 Jahre her und so und... Sie hätte das Ganze jetzt auch irgendwie registrieren können und hätte sagen können so, naja, okay, lass mal da weitermachen, wo wir vor 30 Jahren irgendwie weiter aufgehört haben. Ne? Die Frage ist, ob das Spiel überhaupt zulässt, Camarilla treu zu sein. Ja, weiß man nicht, ne? Wo man es nicht zu Ende gespielt hat. Finde ich halt auch immer ein bisschen, ich finde, es wird immer ein bisschen sehr auf die Camarilla gebasht. Klar ist das so ein bisschen dieses strenge Korsett und dieses Ordnungsding und so und ziemlich skrupellos. Also ich habe versucht in meiner Runde das irgendwie auch da mal so darzustellen, dass es egal ist, welche Seite man wählt. Also es ist einfach nur, wähle das ein Übel gegen das andere. Im Endeffekt sind Vampire halt alle verflucht, ne? Und tragen halt das Tier mit sich herum und müssen damit leben und klarkommen. Und es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie man damit klarkommt. Und eine ist genauso kacke wie die andere. Weil man den Ursprung, den schlechten Ursprung nicht wegbekommt. Und gerade das macht das Spiel und die Welt ja so spannend, finde ich. So, aber gucken wir mal, wie ehrlich sie mit uns ist und wie tief sie uns graben lässt. I wanted to know, why exactly did we break up? Was it you? Me? It's more complicated than that. But it's a long story, Mem, and it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it. But it's not your choice. It's not you we're talking about. It's me. I can't just sit here not knowing. I won't tell you a thing. Hilda, please. I said no. There's no point in insisting. Fine. Whatever you want. Okay, sie geht nicht mit uns ins Rabbit Hole. Sie ist nicht ehrlich mit uns. Sie versucht es jetzt tatsächlich so zu drehen, wie ich halt eben gedacht habe. Nur halt auf eine sehr ungeschickte Art und Weise, finde ich. Aber gut. I'm sorry, I've gotta go. I need to take some time to process all of this. The prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass.
Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? True. You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Oh, come on. Don't be like that. I'm sorry. You're right. You're my sire. I should believe you. And I do. We good? Would you tell me what you know? Please. Seriously, you don't think you're laying it on a little too thick? Not at all. You can be such a pain sometimes. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. Erkunde den Ort weiter, bevor du gehst. Nimm den Aufzug in April Bursleys Büro hinauf in die Wohnung des Prinzen. Oh. Alkohol. I always hated that smell. Manchmal ist es schade, dass die NPCs sich alle so rau ausdrücken. Was meinst du damit? Rau ausdrücken. Ihr hier quatschen? MM, look who crawled out of her den. Himiko? Shit, I didn't recognize you. How charming. I remember you being of the polite and charming sort. You don't have your ropes, and it's been a long night. Any word from your black rattlers? I didn't think my clubs were worthy of your interest. Come on, you know I love your clubs. All that diversity, it's so exotic. We should work together sometime. Why not? I'm sure you'd find an audience. Fantastic. It'd be quite the change from my usual clientele. I've never rubbed elbows with the lower classes. I can't wait. If you'll excuse me, I need to go rest. I'll see you later. Yeah, sure. Ja, ein bisschen Geschäftsbeziehungen aufgebaut hier. Hier noch irgendwas sehen, finden. Zhu Feng? I didn't know that Galeb's protege was such a big deal. Alcohol. Ugh. I always hated that smell. Wo sollten wir jetzt nochmal hin? Wir sollten zu April. Mostly. Oben den Aufzug in die Wohnung nehmen. Aber ich mach das jetzt mal so und guck jetzt hier einfach mal überall rein, wo und versuch's zumindest. Okay, der ist nicht mehr hier. John left. Rats are the first to flee the sinking ship. Okay. I think he was into this kind of thing.
hat inzwischen dieses Messer weggemacht. Und er ist anscheinend abgehauen. I don't know, ob das verdächtig ist. Manche drücken sich halt frech aus, riskieren immer, dass das Gegenüber wütend wird. Ja. Kann aber auch Methode sein, ne? I'm sorry, you can't go in there. Gehen wir mal zu dem Idioten. Ah ne, der Stopp hier ist nicht der Idiot, hier ist das komische Ding hier. Der Idiot müsste auf der anderen Flurseite sein. Wo wir da hinkommen. Ah, hier, Richard. Richard! Will uns anscheinend nicht dabei haben. Zu Hilda können wir nicht rein. Sicherheit 5. Da kommen wir auch nicht rein. Mal unten noch mal gucken. In den Büros, ob sich da noch irgendwas getan hat. Ah, hier ist April. You need to be fast and effective. Destroy anything we don't need. Keep what's important. Do I make myself clear? Yes, Miss Bosley. You're a good kid, Lazarus. I need a drink. Now, shake a leg. Okay, April hat irgendwie Sachen zu tun. All right, you heard her. Double time. Jetzt, wenn sie gerade weg ist. Beryl Underwood, zufrieden aus, möchte den Lob darüber aus, welche Fortschritte Journey bei der Art wird nichts blamieren. Okay. Haufengeschichte. Moment, da war noch was. Stopp. Okay. Scheint. Was lesen? Nee. If Zeus had chosen flower to reign over all others. The rose would be queen. Ab in die Wohnung des Prinzen. Direct route to the princess apartments. April plays the guard dog. Swan's nest. I hope it's worth it. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen was über den Prinzen rauskriegen. Lieber Dijon. Sie wissen, wie sehr ich Ihren Rat in unserer Vereinbarung schätze, deshalb bitte ich Sie, eine Aufgabe zu übernehmen. Eine Aufgabe, die nur Sie verstehe, aber das Hardwood geht im Moment die beste Option. Moment sagen. Hardwood ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, das ersetzt werden kann. Okay. Helfen Sie mir und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich Ihnen helfen. Aha.
Club-Visitenkarte. Ist klar. Mal wieder Willpower herstellen. Seht ihr? Psychomantie, hätten wir es gesteigert, könnten wir es nutzen. Hm? I didn't know Hazel was into music. Mhm. Notieren wir mal hier die Noten. B, F, D, A, C. Könnte sein, dass wir das gleich brauchen irgendwo. Mein Prinz, ich habe Ihre Bitte um weitere Informationen über Mr. Underwood an Jason Moore weitergeleitet. Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie eine solche Initiative ergriffen haben. Ich habe eine stetige Zunahme der Kontakte von Mr. Underwood mit Sterblichen rund um den Globus beobachtet, insbesondere Südamerika und Indien. Er ist sehr verschwiegen, aber er verbirgt seine finanziellen Transaktionen besser als seine Kontakte. Er hat das Bedürfnis, stets alles zu kontrollieren und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle, um sich über die neuesten Nachrichten zu informieren. Wie die meisten Blaublütigen ist er ein Workaholic, der niemand außer sich selbst traut. Seit er Caleb Balsarys Kind wurde, hat sich das Familienunternehmen, das er geerbt hat, zu einem riesigen, weit verzweigten Netzwerk entwickelt, das die Zuckerindustrie von der Produktion bis zum Verkauf kontrolliert. Er hat sich oft über die Regeln der Maskerade hinweggesetzt. Ich vermute sogar, dass er bei mehreren Gelegenheiten gegen viele unserer Grundsätze verstoßen hat. In jedem Fall wäre ich nicht überrascht, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Bei Hofe ist Mr. Underwood überaus listig. Er weiß, wie er seinen Einfluss vergrößern kann, besonders seit sich Mr. Balsarys mehr zurückhält. Tatsächlich ist er nach ihnen das prominenteste Mitglied des Clans. Nach ihnen. Okay, sie ist Ventru. Er ist allerdings auch eng mit den anderen Erstgeborenen verbunden. Okay, er ist ein Primogen. Mit ihren anderen Erstgeborenen. Hilda und Dunham. Die gegenseitige Abhängigkeit, die er aufgebaut hat, macht ihn zu einer Bedrohung für ihre Interessen. Es wäre für ihn ein leichtes, ihre Autorität zu umgehen, wenn ihm danach wäre. Er hat viele Möglichkeiten, Druck auszuüben. Ich erwähne hier nicht die Geschäfte der anderen Mitglieder, die von seinem Wohlwollen abhängig sind, aber ich füge mehr Dokumente bei Leto. Du hast der Nosferatu. Leto traut also Dunham nicht. Auspex 3 könnten wir jetzt hier gucken. Haben wir nicht. Marks on the wall. Woher soll man wissen, was man braucht, ja? Schlüssel verwenden. Schlüssel haben wir auch nicht. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. I get the feeling something's missing. Wait. Die Münze, die wir hatten in dieser Dimension, die wir nicht mitnehmen konnten, weil wir auch da einen Skill nicht konnten. Okay, wir haben keinen Schlüssel. There are faint marks on the wall. I understand better now why Dijon never mentioned his sire. Hazel's always one step ahead.
Wir haben irgendwie alle Dreck am Stecken, aber das wundert mich jetzt nicht sonderlich. Okay, ein kleiner Schwan, Miniaturschwan. So weit, so gut. Vielleicht kommt der Miniaturschwan zum großen Schwan. Das wäre doch mal was, ne? So, ist das hier aus? Haben wir hier noch irgendwas Geiles? Nicht wirklich. Probieren wir das mal. Deinen Schwan hier platzieren. Oha, Schlüssel, alles klar. Schlüssel verwenden, inspizieren. Ah, okay. Nee. Nochmal. So. B. F. D. A. C. That noise. Something moved. Aha. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Mein Prinz, ich habe gehört, Sie befürchten, dass mein geschätzter Erzeuger Gale Bessery dem Lockruf folgt. What? Der Fortgehen der Ältesten unter uns ist in der Tat besorgniserregend. Der war doch 11. Generation und ist doch jetzt echt noch nicht so alt. Naja. Vor allem, wenn es sich um einen so loyalen und wertvollen Untertan wie Galeb handelt. Dennoch glaube ich, dass ich einen Weg gefunden habe, ihn noch eine Weile zu ihrer Verfügung zu halten. Mein Erzeuger ist ziemlich vernarrt in eine vielversprechende junge Frau. Er begehrt sie zu umarmen, also zum Vampir zu machen. Schlechte Übersetzung finde ich immer noch. Mehr als ich ihn je etwas begehren gesehen habe. Wieso könnte man sich fragen, warum noch einmal ein Kind erschaffen, wenn man bereits so ein erfolgreiches Kind hat? Boah, Selbstbeweihräucherung. Ich würde es nicht wagen, mich selbst zu diesem Thema zu äußern und schließe mich dieser Frage an. Diese Xu Feng, wie sich das Objekt seiner Begierde nennt, sollte Ihnen also sehr bald offiziell vorgestellt werden. Sie wissen, wie sehr unser guter alter Bessery an Traditionen hängt. Selbstverständlich wird er sie nur dann umarmen, wenn sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben haben. Deshalb schlage ich vor, dass sie irgendeine obskure Ausrede, wie zum Beispiel Überfüllung von Boston. Bessery is a loyal dog. And Hazel's got him on a short leash. So, Moment, stopp. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Er wird es verstehen. Wenn es etwas gibt, was Galeb gut kann, dann ist es Prinzen zu verstehen, selbst wenn sie Entscheidungen treffen, die seinen Interessen zuwiderlaufen. Bitten Sie ihn um mehr Zeit, schieben Sie es hinaus oder ignorieren Sie sein Bitten einfach und er wird umso mehr bereit sein, Ihnen sein Wort zu beweisen, Ihnen zu zeigen, dass er es verdient hat. Selbstverständlich erwarte ich für diesen Ratschlag keine Entschädigung in irgendeiner Form. Alleine die Tatsache, dass ich meinem Prinzen und dem Hof von Boston diene, dass ich also meine Pflicht erfülle, ist für mich lohnt genug. Schleimy Beryl Underwood. Bessery is a loyal dog. And Hazel's got him on a short leash. Während der Regierungszeit von Quentin King war Galeb Bessery stets über jeden Vorwurf erhaben und erledigt alle ihm übertragenen Aufgaben, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist das perfekte Werkzeug für schmutzige Arbeiten, denn er ist kalt und effizient. Ich will gar nicht erst aufzählen, wie viele dünnblütige Anarchisten oder Dissidenten er konfrontiert und besiegt hat. Eine solche überwältigende Loyalität gegenüber ihrem Vorgänger würde es nahelegen, ihn ins Abseits zu stellen oder gar abzusetzen. Dennoch möchte ich Sie dringend bitten, diesen Weg nicht überstürzt einzuschlagen. Im Gegenteil, es scheint mir das Glückste zu sein, Galeb Bessery so nah wie möglich bei Ihnen zu erhalten. Seine Loyalität
galt nämlich nicht Quentin King, sondern der Rolle des Prinzen. Und das sind heute Sie, Mrs. Iverson. Miss Iverson. Caleb Bathory könnte schnell zu einer Ihrer besten Trümpfe werden. Ich stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung, um Ihnen Berichte über seine verschiedenen Missionen zuzukommen zu lassen. Eine vollständige Lektüre erscheint mir jedoch unnötig. Sie ist schlicht und ergreifend zu umfangreich. Okay. Underwood, die Schlange, ja. Was ich allerdings nicht verstehe, wenn der das nutzen will, Caleb irgendwie ein bisschen auf der Rolle zu halten, obwohl vielleicht war dieser Schachzug halt jetzt geplant, um sich selbst an Fang reinzumachen. Okay, das kann ich verstehen. Er plant ja nun anscheinend irgendwas mit Fang, ne? So. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Alicia were to find out. Sehr geehrte Mrs. Iverson, schweren Herzens bestätige ich, dass ich gestern Abend Ihren Befehl ausgeführt habe. Halsey ist nicht mehr bei uns. Das ist das Kind von der Malkavianerin. Wie heißt sie jetzt noch? Na, genau. Ihr wisst, wen ich meine. Nun müssen Sie sicherlich weniger Angst vor weiteren Zwischenfällen haben. Ich habe bereits Vorkehrungen im Institut für im Institut für Leisha getroffen, denn ich bin mir sicher, dass sie einen Schock erleiden und gesundheitlich leiden wird. Auch wenn ich ihre Gründe verstehe, möchte ich sie bei allem Respekt davor warnen, dass Halseys Verschwinden nicht zwangsläufig zu einem größeren Erfolg führen wird, was das Potenzial für Leishas Vision angeht. Ich werde Leisha sagen, dass es einen unglücklichen Unfall gegeben hat und wenn nötig, werde ich ihre Erinnerungen manipulieren, um das Schlimmste zu verhindern. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen und ich werde in dieser Angelegenheit wie ein Grabschweigen untertänigst. Dunham. Ich wusste, dass er Dreck am Stecken hat. Okay, also hat der Prinz Halsey getötet oder töten lassen. So Hazel has her eye on my clubs. Ugh, politics. Always politics. What's her game? Is this how she thanks her allies? Jason, als Prinz von Boston bin ich, wie Sie wissen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Domäne zu erweitern. Einige meiner Berater haben mich auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht, wie wir das Bostoner Nachtleben noch besser in den Griff kriegen können. Ich möchte Sie bitten, den Erwerb einer Reihe von Veranstaltungsorten zu prüfen. Eine spezifische Liste ist im Schreiben beigefügt. Diese Veranstaltungsorte werden derzeit von M.M. Lewis genutzt, die Sie noch nicht wirklich kennen. Ist eine von uns, aber ich bitte Sie um äußerste Diskussion in dieser Angelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, der Prinz. Okay, wir sind die ganze Zeit loyal und sie macht hinter unserem Rücken, versucht sie uns unsere Clubs wegzunehmen. Da Fuck. Okay, jede Menge Informationen, die MM jetzt besitzt. Über unsere drei Protagonisten. So. Verlasse den Hof, triff dich mit den Anarchen. Ja. Das war's wohl hier. Was ist denn das für ein komisches Ding hier? Sehr auffällig, oder? Okay. Einmal wieder zurück. I should go. It's gonna be a long night. First, the Anarchs. But I have to find them first. Du hättest ein Geheimnis über deine Erzeugung Hilda herausfinden können? Ja. In der Unterredung wahrscheinlich. Du hättest herauskünden können, dass Beryl Underwood und Galeb's Ghoul Chufeng etwas im Schilde führen.
Ah, wahrscheinlich hätte ich dann vorher nochmal abbiegen müssen, bevor ich in das Büro rein bin. Aber das ist halt irgendwie wieder diese Sache mit, weißt du, die Tür war offen, dann geht sie rein, ich muss mich beeilen, so, und dann, ne? Ja. Oder es war halt ganz woanders und wir haben nur was übersehen, das kann natürlich auch sein. Oder in der... In der Unterhaltung mit ihr. Haben wir uns mit ihr unterhalten? Ich glaube schon, ne? Hm. Naja. Aber keine Fehlschläge. Also, schon mal gut. So, jetzt sind wir hier bei Leisha. Auch die muss ja zurück... und kriegt jetzt wahrscheinlich einen drüber, weil sie das Kind des Prinzen nicht gerettet hat. Wir haben 70 Punkte zur Verfügung, die wir ihr jetzt irgendwie aufblustern können, ja. Lief doch recht gut für das Kapitel, ja, finde ich auch. Eigentlich schon, ja. Und ich denke, das mit Hilda haben wir einfach nur verkackt, weil wir das Szenario vorher verkackt haben. Aber das heißt verkackt, irgendwie, weiß ich nicht, ob das so... Ist halt immer rüber. So. Disziplin. Für 50 könnten wir Auspacks weiter steigern. Wir könnten Beherrschung steigern. Für 45 könnten eine zusätzliche Uniform kopieren lassen. Für 90 also quasi nicht. Also ich würde ja bei ihr quasi hier diese Dialogoption auch mal, wie sie ist ja irgendwie eher so der, ich schleich rum und mach hier alles, Typ. Auf jeden Fall so vielleicht. Haben wir noch 10 Punkte über. Ja. So. Aber das war's für heute und wir schauen uns beim nächsten Mal an, wie es mit Leisha weitergeht. Und werde dann mal ins Bettchen rüber huschen. Schauen wir mal noch mal eben, ob wir irgendwen finden, der was Cooles macht, wo ich euch weiterschicken kann. Tabletop-Rollenspiel, macht da irgendwie jemand was? Alle nicht, okay. Dann schicke ich euch einfach zu einer guten Freundin von mir weiter und die spielt GTA. Das ist auch immer ganz cool. Schöne Grüße von mir dalassen, bitte. Macht's gut, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Schade, vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.